Heute wollen wir uns einem Thema widmen, das uns alle interessiert und beschäftigt, nämlich der Frage, wie können wir unsere Ziele in Bezug auf Gesundheit und Fitness am besten erreichen? Die Antwort ist so vielfältig wie wir Menschen selbst, aber eine Methode, die in den letzten Jahren immer populärer geworden ist, ist die Nutzung von Technologie. Genauer gesagt, von Fitness- und Abnehm-Apps. Diese kleinen Programme, die wir auf unseren Smartphones installieren können, haben sich als mächtige Werkzeuge erwiesen, die uns dabei helfen können, unsere Ziele zu erreichen. Sie dienen als Fitness-Tracker, Ernährungstagebuch, Motivationshilfe, persönlicher Trainer und vieles mehr. Es ist kaum zu glauben, wie weit wir inzwischen gekommen sind. Wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass wir eines Tages ein kleines Gerät in der Tasche haben würden, das uns dabei hilft, gesund und fit zu werden? Doch bei der schier unendlichen Auswahl an Abnehm- und Fitness-Apps kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten. Welche App ist die richtige für mich? Welche Funktionen brauche ich wirklich und welche sind eher Spielerei? Und vor allem, wie kann ich sicherstellen, dass die App, die ich nutze, tatsächlich dazu beiträgt, dass ich meine Ziele erreiche und nicht nur meine Zeit verschwendet? In diesem Video wollen wir all diese Fragen beantworten. Wir werden uns einige der besten Abnehm-Apps auf dem Markt genauer ansehen und deren Funktionen, Vorteile und mögliche Nachteile unter die Lupe nehmen. Natürlich werden wir dabei auch auf unsere persönlichen Erfahrungen und die Rückmeldungen unserer Community eingehen, um dir einen umfassenden Überblick zu geben. Also lehn dich zurück, schnapp dir deinen Lieblingssmoothie oder einen gesunden Snack und lass uns in die Welt der Abnehm-Apps eintauchen. Egal, ob du gerade erst anfängst, deinen Gesundheits- und Fitnessweg zu beschreiten, oder ob du schon ein erfahrener Fitnessfanatiker bist, wir sind sicher, dass du in diesem Video einige wertvolle Informationen und Anregungen finden wirst. Also, lass uns loslegen. Sieh dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an, denn dort erhältst du von uns ein Geschenk, das nur Zuschauer unseres Kanals erhalten. Warum Abnehm-Apps? Bevor wir uns die speziellen Apps ansehen, lassen uns kurz darüber sprechen, warum du überhaupt eine Abnehm-App in Betracht ziehen solltest. Nun, es gibt einige Gründe, warum eine gut gestaltete App ein mächtiger Verbündeter auf deinem Weg zum Gewichtsverlust sein kann. Erstens, sie können dir helfen, deine Kalorienzufuhr und deinen Nährstoffverbrauch zu verfolgen. Dies ist wichtig, weil, um Gewicht zu verlieren, du weniger Kalorien zu dir nehmen musst, als du verbrauchst. Einige Apps bieten auch Ernährungsinformationen für Tausende von Lebensmitteln und können sogar Barcodes scannen, um die genaue Menge an Kalorien und Nährstoffen in der verpackten Nahrung zu ermitteln. Zweitens, viele Abnehm-Apps bieten auch Fitness-Tracking-Funktionen. Sie können die Anzahl der Schritte, die du machst, die Entfernung, die du läufst oder radelst, und die Menge an Kalorien, die du während des Trainings verbrennst, aufzeichnen. Einige Apps haben auch integrierte Trainingsprogramme und können dir helfen, deine Fortschritte zu verfolgen. Drittens, Abnehm-Apps können auch Motivation und Unterstützung bieten. Viele Apps haben eingebaute Gemeinschaften, in denen du dich mit anderen Menschen verbinden kannst, die ähnliche Ziele verfolgen. Sie können auch Erinnerungen senden, um dich daran zu erinnern, genug Wasser zu trinken, dich zu bewegen oder einen gesunden Snack zu essen. Jetzt, wo wir wissen, warum Abnehm-Apps hilfreich sein können, lassen uns einige der besten auf dem Markt verfügbaren Apps genauer betrachten. Die besten Abnehm-Apps. Lassen uns mit MyFitnessPal beginnen. Diese App ist eine der bekanntesten und beliebtesten Abnehm-Apps auf dem Markt. Sie hat eine riesige Nahrungsmitteldatenbank, sodass du praktisch alles, was du isst, tracken kannst. Sie verfolgt auch deine Fitnessziele und erinnert dich daran, genug Wasser zu trinken. Plus, es hat eine aktive Community, wo du dich mit anderen Nutzern vernetzen und Unterstützung finden kannst. Die nächste App auf unserer Liste ist CruiseIt. Diese App ist ähnlich wie MyFitnessPal, aber sie hat eine zusätzliche Funktion. Sie kann deine Nahrungsmittelfotos scannen und dir sagen, wie viele Kalorien sie enthalten. Eine weitere großartige App ist Noom. Was Noom von anderen Apps unterscheidet, ist, dass es nicht nur deine Ernährung und Fitness verfolgt, sondern auch psychologische Strategien einsetzt, um dir zu helfen,
gesunde Gewohnheiten zu entwickeln und dein Denken in Bezug auf Gewichtsverlust zu verändern. In Ergänzung zu den zuvor erwähnten Apps gibt es noch eine Reihe weiterer bemerkenswerter Anwendungen, die du ausprobieren solltest. Eine davon ist Fitbit. Du kennst Fitbit wahrscheinlich wegen ihrer Fitness-Tracker, aber sie haben auch eine großartige App, die auch ohne das Armband genutzt werden kann. Die App bietet genaue Tracking-Tools für dein Gewicht, deine Wasseraufnahme und deinen Schlaf. Darüber hinaus bietet sie auch personalisierte Empfehlungen und virtuelle Herausforderungen mit Freunden, um dich motiviert zu halten. Eine weitere App, die du in Betracht ziehen solltest, ist Weight Watchers, jetzt bekannt als WW. WW hat eine spezielle Punktformel, die es den Benutzern ermöglicht, ihren Nahrungskonsum zu verfolgen, und bietet individuell angepasste Ernährungspläne. Es hat auch eine große Online-Community, um Unterstützung und Motivation zu bieten. Fotokarte ist eine weitere App, die du ausprobieren könntest. Diese App geht über das reine Kalorienzählen hinaus und hilft dir, besser zu verstehen, welche Lebensmittel gut für dich sind und welche nicht. Es gibt jedem Essen, das du isst, ein Alphabet-Gütezeichen von A bis D, sodass du eine bessere Wahl treffen kannst. Chronometer ist eine weitere fantastische App, die du ausprobieren solltest. Diese App ist besonders gut darin, Mikronährstoffe, wie Vitamine und Mineralien, zu verfolgen, was sie zu einer hervorragenden Option für alle macht, die sicherstellen möchten, dass sie eine ausgewogene Ernährung erhalten. Schließlich gibt es 7-Minute-Workout. Wenn der Mangel an Zeit dein Hauptproblem ist, könnte diese App die Lösung sein. Sie bietet kurze, intensive Workouts, die du ohne Ausrüstung von überall aus machen kannst. Perfekt, um in einen hektischen Tag einzupassen und trotzdem in Bewegung zu bleiben. Wie benutzt man diese Apps effektiv? Es ist großartig, all diese Tools zur Verfügung zu haben, aber sie sind nur so gut, wie du sie benutzt. Hier sind einige Tipps, um das Beste aus deiner Abnehm-App herauszuholen. Sei konsequent, stelle sicher, dass du regelmäßig deine Mahlzeiten und Workouts in der App verfolgst. Es geht nicht nur darum, Kalorien zu zählen, sondern auch darum, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was und wie viel du isst. Nutze die Community, viele dieser Apps haben eingebaute Communities. Nutze sie. Es ist viel einfacher, auf dem richtigen Weg zu bleiben, wenn du dich mit Menschen umgibst, die ähnliche Ziele verfolgen. Stelle realistische Ziele, erwarte nicht, über Nacht 10 Kilo abzunehmen. Ein langsamer und stetiger Gewichtsverlust ist gesünder und nachhaltiger. Sei ehrlich zu dir selbst, wenn du ein Stück Kuchen gegessen hast, trage es in die App ein. Die App ist ein Tool, um dir zu helfen, und sie kann nur dann effektiv sein, wenn du ehrlich über deine Nahrungsaufnahme und körperliche Aktivität bist. Also, was haben wir heute gelernt? Es gibt eine enorme Menge an Apps, die alle darauf ausgerichtet sind, dir bei deinen Fitness- und Gesundheitszielen zu helfen. Sie bieten eine Vielzahl an Funktionen und Vorteilen, die speziell auf die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben jedes Einzelnen zugeschnitten sind. MyFitnessPal, Liefesum, Noom, Lose-It, Fitbit, WW, Fotokarte, Chronometer und 7-Minute-Workout sind nur einige der besten Apps, die dir helfen können, deinen Gewichtsverlust und deine Fitnessziele zu erreichen. Von Kalorien- und Aktivitätstracking über detaillierte Ernährungspläne bis hin zu kurzen und machbaren Workouts, sie sind alle darauf ausgerichtet, dich auf deinem Weg zu unterstützen und dir zu helfen, informierte Entscheidungen zu treffen. Denk aber daran, dass diese Apps nur Werkzeuge sind. Sie können dir helfen, den Überblick zu behalten, dich motivieren und dir bei der Planung helfen, aber der wirkliche Schlüssel zum Erfolg liegt in deinem Engagement und deiner Ausdauer. Es ist die tägliche Anstrengung, die Wahl gesunder Lebensmittel, die Entscheidung, sich mehr zu bewegen und die Bereitschaft, an deinen Zielen festzuhalten, auch wenn es schwierig wird, die den Unterschied machen. Du musst auch bedenken, dass jeder Mensch anders ist. Was für einen funktioniert, funktioniert vielleicht nicht für einen anderen. Daher könnte es hilfreich sein, ein paar verschiedene Apps auszuprobieren, um herauszufinden, welche am besten zu dir und deinem Lebensstil passt.
Es ist okay, sich Zeit zu nehmen und herauszufinden, was am besten für dich funktioniert. Denn am Ende des Tages geht es nicht darum, perfekt zu sein, sondern darum, die besten Entscheidungen für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden zu treffen. Vor allem aber vergiss nicht, dich selbst auf dieser Reise zu lieben und zu respektieren. Sei geduldig mit dir selbst, feiere deine kleinen Siege und erinnere dich daran, dass es okay ist, Tage zu haben, an denen du strauchelst. Denn das ist Teil der Reise und es ist wichtig, dass du dich selbst so akzeptierst, wie du bist, während du auf dein Ziel hinarbeitest. Wenn du wirklich schnell abnehmen möchtest, führt außerdem nichts an einem schnellen Stoffwechsel vorbei. In unserem kostenfreien Buch »Der Stoffwechselbooster« erfährst du genau, wie du deinen Stoffwechsel so anregst, dass er rund um die Uhr Fett verbrennt. Klicke einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung, um das Buch kostenfrei zu erhalten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal und gib dem Video einen Daumen nach oben. Wir hoffen, dass es dir einige wertvolle Informationen und Anregungen gegeben hat. Vergiss nicht, uns in den Kommentaren zu erzählen, welche App du ausprobieren wirst oder welche Apps du bereits nutzt und liebst. Und natürlich, wenn du weitere Fragen oder Anliegen hast, zögere nicht, sie uns mitzuteilen. Wir sind hier, um dir zu helfen und dich auf deinem Weg zu unterstützen. Bis zum nächsten Mal, bleib motiviert und bleib auf Kurs. Du hast das drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen.